Hallo, du sparst bereits hunderte von Euro pro Jahr. Dank unserer Videos. Ab jetzt kannst du auch beim Kauf von Ersatz und Zubehörteilen sparen. Kauf einfach und versandkostenfrei. Über unsere App Mr. Auto. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Nun kannst du sehen, wo sich die Zündkerzen befinden. Entferne die Vakuumbrecherleitung, indem du auf den gelben Teil der Leitung drückst. Hebe mit einem dünnen Flachschraubenzieher die Lasche des Stromanschlusses der Drosselklappe an und entferne sie. Hebe die Lasche des Stromanschlusses der Zündspulen an und entferne sie. Drücke mit einem Flachschraubenzieher auf den gelben Teil der Vakuumbrecherleitung am Zylinderkopfdeckel. Entferne den Anschluss des Einlassdrucksensors, indem du die Lasche anhebst. Löse dann den Kabelstrang, der sich oben auf den Zündspulen befindet. Entferne die letzte Vakuumbrecherleitung, die sich am Ansaugkrümmer befindet. Löse mit Hilfe eines Steckschlüssels und eines 10 mm Einsatzes die Muttern auf allen Seiten der Zündspulen. Umfasse schließlich die Zündspule mit der ganzen Hand und ziehe sie vorsichtig nach oben, um sie herauszunehmen. Löse mit einem Kerzenschlüssel, einer Verlängerung, einem Kardan und einem Steckschlüssel die Zündkerze. Baue sie anschließend von Hand aus und nimm sie schließlich heraus. Setze die neue Zündkerze ein, indem du sie vorher in den Zündkerzenstecker einsetzt. Schraube sie zuerst von Hand an und ziehe sie zum Schluss mit dem Steckschlüssel und einer 16. Umdrehung an. Wiederhole diesen Vorgang bei den anderen Zündkerzen. Wir empfehlen dir, eine Zündkerze nach der anderen zu wechseln, damit kein Schmutz in den Motor fällt. Klemme die Zündspule wieder an. Bringe dann die Mutter auf allen Seiten wieder an. Blockiere sie schließlich mit dem Steckschlüssel. Setze den Kabelbaum wieder ein, indem du ihn zwischen den Kunststofflaschen oben auf den Zündspulen. Schließe zuerst die Stromzufuhr zu den Zündspulen wieder an. Und fahre dann fort, indem du den Kabelstrang wieder anbringst, damit du den Lufteinlassdrucksensor wieder anschließen kannst und schließlich den Stromanschluss der Drosselklappe. Klemme alle Vakuumbrecherleitungen wieder an. Vorgang beendet.